So, da bin ich wieder zurück und ich habe mich jetzt mal schlau gemacht und die Lösung ist, glaube ich, gar nicht so schwer. Nämlich, ich gehe jetzt mal hier nach Süden. Ich habe ja hier auf der Karte jetzt wirklich auch schon alles abgedeckt. Und warum ich da nicht selber drauf gekommen bin, das ist mir ein Rätsel. Aber wir gucken mal, was dran ist an der Sache. Ich sehe das jetzt zum ersten Mal. Und ich seile mich jetzt einfach mal hier ab. Oh, was haben wir denn da? Wale. Ja, blockende Wale. Komm, block den hier. Ha. Oh, Moment. Das war jetzt hier eigentlich nicht geplant, dass ihr hier die Stellung wechselt. Warte mal. Wie ging das nochmal? Oh, was habe ich denn jetzt schon wieder für eine Scheiße gebaut? Hallo. So. Ne? So rum. Gefälligst. So. Oh, da liegt Loot rum. Jetzt wollen wir noch mal gucken, was wir hier haben. Ein Schädel, ein Knochen, ein Lederhelm. Ist das ein ganz normaler Lederhelm? Ident. Oh, scheint ein ganz normaler Lederhelm zu sein. Gucken wir doch mal, was der hier für einen Rüstungsschutz hat. 20, 17. Das heißt, der macht 3 aus. Ich denke mal, den setzt du jetzt mal auf. Dann kommen wir auf immerhin 11. Und was haben wir hier? Auch ein ganz normaler Lederhelm. Nee, der scheint besser zu sein. Der gibt plus 5. Magisch verstärkt. Ja, cool. So, was haben wir als nächstes? Ist das ein ganz normales? Ein Langschwert plus 2. Cool. Tauschen wir mal direkt. So, du hast das an? Gut. Mach mal Licht an. Hosen und Schuhe. Sind die auch irgendwie besonders? Zeig mal. Nö. Okay. Was haben wir als nächstes? Ratte. Identifiziert als Ratte. So, was haben wir dann? Eine Fackel. Ne, brauche ich jetzt ja nicht mehr. Ein Holzschild. Defender. Scheint ein spezielles Holzschild zu sein. Ein spezieller Holzschild. Was ist das dagegen? Large Wooden Shield. Ich guck mal. Das Ding habe ich irgendwie nie gebraucht bisher. Ich tue das dafür weg und tue den Defender hier erstmal rein. Vielleicht ist das ja später noch nützlich. Was haben wir dann als nächstes? Wir könnten mal wieder was essen. Jawohl. Und, oh, Lederrüstung. Zeig mal. Das ist ja richtig lohnenswert hier. Ja, haben wir den Kämpfer in der Front hier mal geschützt und... Oh, er hat ausnahmsweise mal nicht versagt bei seinem Spell. Ja, cool. Dass ich da nicht gleich drauf gekommen bin, mich da mal abzuseilen. Das ist ja ein Ding. Jetzt hat sich der Kompass verabschiedet. Hä? Ja. So, und dann drücken wir mal hier drauf und gucken, wo wir rauskommen. Oh, Überraschung. Bin ich jetzt etwa wirklich im Wachraum? Das wäre ja krass. Block doch nicht alles ab. Nur, ich glaube, der Feuerball ist ziemlich mächtig.
los im Wachraum. Kanonenfutter. Oh, ich habe nicht genug Energie, um den Sprung zu klopfen. Das heißt, hier ist Handarbeit gefragt. Tja, ich hoffe, dass jetzt irgendeiner hier diesen schwarzen Perlenschlüssel fallen lässt in die Legion des Todes. Das war ja die eine versiegelte Tür weiter oben. Warte mal, hier lag ein bisschen. Wer war das? Na? Das jetzt. Wer hatte hier Hunger? Zack. Ja, dann gucken wir uns hier nochmal genauer um. Von wo bin ich denn jetzt hier gekommen? Zeig mal. Tatsächlich, ich bin drin im Raum. Jetzt gehe ich aber erstmal hier rum, zurück zur Treppe und gucke mir hier jede Wand nochmal ganz genau an. Ich traue dem Braten hier nicht. Da! Hupsa! Ja, was haben wir denn da? Wenn das mal nicht der gewünschte Schlüssel ist. Na also. Black Pearl Key. Packen wir mal alle Schlüssel irgendwie hier. Das Blasrohr kommt weg. Wir haben den Schlüssel. Jawohl. Ach, dann geht's jetzt endlich weiter. Mann, bin ich froh. Oh, da ist noch einer ohne Fahrschein. So. Lass mich raten, die Tür geht eventuell von innen auf. Oh, aber ich gucke erstmal um. Was haben wir hier noch? Das war der Türmechanismus offensichtlich. Und dann komme ich da raus auf die Fallgruben. Ja, genau. Fantastisch, ich bin begeistert. Das ist ja ausgezeichnet. So. Oh Mann, das heißt, die Lösung war eigentlich relativ einfach. Und ich bin nicht drauf gekommen. So, jetzt muss ich nochmal gucken, wie ich hier die Treppe hochkam zu dem einen Raum. Hoch oder runter? Warte mal, dann müsste ich ja theoretisch hier da nach links. Hier irgendwo musste dann diese versiegelte Tür sein. War das denn hier? Was ist das? Das ist es nicht zufällig gewesen, oder? Nee, ich glaube, das war es nicht. Ich muss hier runter und musste dann, weil das ist der Levelabschnitt, ja, ja, das muss ich alles hier abspielen. Also da vorne irgendwie. Also bis zur Wand. Hier rein. War doch hier, oder? Nein, war nicht hier. Scheiße, wo denn nur wieder? Zeig nochmal. Ach, ums Eck. So. Und hier muss dann irgendwo. Aha, da. Also immer hier lang. Lung. Hier Lung. Hier entlung. So. Und jetzt aber endlich geht's ab ins nächste Level, hoffe ich, oder?
Noch nicht ganz. Aber hier geht's wenigstens weiter. Ja, habe ich das Ding jetzt mal bei der. Also, das gibt's ja nicht. Scheiße. Zähes Geschiss. So. Also, eine Fackel. Wieder mal. Wie war das? Irgendjemand ist schon wieder hungrig. Haben wir hier was Essbares rumfliegen? Ja. Oh. Irgendwie ist immer alles gleichzeitig aus. So. Ja, dann drück mal drauf. Was ist jetzt schon wieder ausgegangen? Lass mich raten. Ah ja. Oh, er hat es tatsächlich geschafft, nicht zu failen. Noch eine Treppe runter. Sind wir jetzt bald mal am Ziel? Das sieht so aus, als ob das hier wieder in was Wichtiges geht. Wahrscheinlich ins nächste Level, oder? Tatsächlich. You descend into darkness. Okay, und hier mache ich dann nochmal einen Schnitt. Und was uns hier erwarten wird, keine Ahnung. Safe Game. Ich nehme jetzt mal hier E. Okay, das war's bis hierhin. Und ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und oh, Moment. Der muss noch dran glauben. Bevor ich sage, das nehmen wir mit. So, Rotting Flesh. Nee, das nehmen wir nicht mit. Das kann schön da liegen. Da. Friss. Ja. So, damit The Maniac auch mal Experience gains. So. Ist jetzt mal Ruhe. Oh nein, ist noch nicht Ruhe. Okay. Dann versuchen wir den auch noch. Wir sind gut im Blocken, die Biester. Aber jetzt. So. Jetzt speichere ich ab. Und ich sage, ciao, bis in den nächsten Teil, euer Tomaniac.